Freitag beginnt mit Kondensstreifen und schönem Wetter, aber das wird nicht lange so bleiben. Deshalb werde ich das den Liebstöckel auspflanzen. Früher hatten wir das immer im Garten, aber irgendwie hat sich das dann verloren. Jetzt brauche ich meine Hacke, die ist da drin. Wo habe ich sie denn da? Upsala! So, jetzt geht's auf. Und hier habe ich ja die Ecke, wo nichts wächst, da eigentlich bisher auch nichts geplant war. Da mache ich den Liebstöckel rein. Warum? Hier kommt das Abwasser von der Regenrinne vom Gewächshaus runter und der Liebstöckel liebt. Aber er heißt nicht deshalb so. Den Wurm auf die Seite tun, nicht dass ich dem eine verbrate. Machen wir ein schönes Loch und der kann dann die Ecke hier ausfüllen. Da ist auch der miese Boden. Da mache ich natürlich da jetzt ein bisschen rein. Das ist ein Stein. Ein Holz war es. So. Liebstöckel officialis heißt der. Ups. Also wenn von euch jemand ein Funkmikrofon für eine DJ-Action-Kamera kennt, dann wäre ich dankbar dafür, wenn ich einen Hinweis bekommen würde. Sieht aber gut aus, oder? Da ist dann, also torffrei sieht das nicht aus. Sehe ich gerade. Ach, das kann doch täuschen. Aber es sieht schon ein bisschen wie Torf aus. So, muss ich noch ein bisschen nachlegen. Und dann kann ich schöne Suppe oder andere Sachen machen mit dem Liebstöckel. Der wuchert jetzt natürlich das Ding dazu, der kann über einen Meter hoch werden, aber da das die Nordseite vom Gewächshaus ist, ist das völlig egal. Dann kann er die ganze Ecke hier kann er zu machen. So. Die fetten Bohnen fangen ja erst dort an. Das Eck habe ich auch noch nichts. Muss ich auch mal noch überlegen. Und da tropft das Wasser auf den Stein. So, nochmal genau schauen. Magiepflanze Officinale. Größe 1. Hat, glaube ich, 1 Euro gekostet. Ja. Und der wird jetzt 5 cm tief eingegraben. Ja, sonst braucht man eigentlich gar nichts beachten. Ich glaube, angießen brauche ich auch nicht, da kommt ja wieder Regen. Das sage ich jedes Mal dann. Das war's dann für den Moment. Gut, und so geht Stück für Stück. Topinambur habe ich noch gekauft, aber da muss ich mir was anderes überlegen. Was ist das? Das habe ich jetzt bloß gefragt, weil ich die Hacke mit der anderen Hand nehmen musste. Lupinen und eine Schmetterlingswiese. Und die habe ich hier vorgesehen. Da habe ich schon mal gesät. Aber das kam mir dann ein bisschen wenig vor. Und aus dem Grund
sehe ich da jetzt mal nach. Das sind die gelben, komme ich jetzt nicht drauf, Ringelblumen sind da drin und solche Sachen. Schütt mal ein bisschen in meine Hand. Ups. Ja. Kamera. Kamera, Kamera. So sieht das aus. Das streue ich jetzt einfach hier hin. Einfache Übung. Die geringelten sind Ringelblumen. Vielleicht heißen sie aus dem Grund so. Und ich mache da gar nicht groß Aufhebens. Ich streue das einfach. Auch ein bisschen. Es darf da überall wachsen. Das war's schon. Wahrscheinlich hätte ich die doppelte Menge nehmen müssen. Oder noch mehr. So, das war Numero Uno. Jetzt kommen die Lupinen, da sind nicht viel drin. Und da habe ich mir gedacht, dass ich die hinter dem Hochbeet ansehe. Jetzt hacke ich da ein bisschen auf. Dann mal schauen. Ja, die Lupinen sind ja, zum Beispiel werden sie an der Autobahn benutzt, um so muss sagen, die Hänge zu begrünen. Mache ich jetzt so ähnlich auch. Habe jetzt hier aufgehackt, jetzt werfe ich hier einfach die Samen rein, ohne groß Gemache. Ist näher hier an die, schon sind alle weg. Jetzt hacke ich das wieder ein bisschen zu. Als Kind hatten wir im Garten unter dem Küchenfenster bei uns war ein Lupinenfeld. Und da hat mich meine Mutter immer reingesetzt als Kind. Und ich habe dort meine Schneckensammlung gehabt. Also ich habe das Schnecken gefüttert und alles. Sandkasten war dort und um mich rum waren immer die Lupinen und an den Lupinen waren immer die Posthornschnecken oder wie man die nennt, die gelben mit gelben Häuschen. Natürlich auch Weinbergschnecken. Und da habe ich den Sommer eigentlich immer zwischen meterhohen Lupinen verbracht und deshalb habe ich gedacht, das sehe ich jetzt einfach mal welche außen. Nostalgie sozusagen. Ich hack das jetzt noch ein bisschen zu. Man sieht auch, der Boden ist hier trocken. Der ganze Garten ist flutschenass. Da gibt es richtige Wege. Aber hier ist der Boden praktisch trocken von der großen Hecke. Die saugt das leer. Okay, dann mache ich das noch fertig und dann ist das auch erledigt.